Die Senegalesen waren lange an der traditionellen Metzgerei interessiert. Das heißt, man kaufte das Fleisch offen. Es gab keine Fleischpackungen in der Vitrine, sondern meist Fleischteile und Tierkörper. Fleischprodukte sind noch nicht so populär in Afrika. Fleisch wird traditionell nur zu großen Anlässen gegessen. Es gehört noch nicht zum Alltag des Afrikaners. Töten ist eine Kulthandlung. Ein Schaf opfern ist eine Kulthandlung. Man macht das nur zu besonderen Anlässen. Die afrikanische Viehzucht ist eher eine soziale und kulturelle Aktivität als eine wirtschaftliche. Where wind is dark and dust is white, we gather and sow and think we're best. Zwischen den Jahren 2000 und 2007 ist der Import von Rindfleisch von 3 Millionen auf 21 Millionen Tonnen gestiegen. Und das bedrohte die lokale Branche. Tiefgekühltes Fleisch ohne Knochen wird zum selben Preis angeboten wie das frische mit Knochen. Das Fleisch, das in Europa produziert und in den Kühlhäusern seit Jahren gelagert wurde, war nie dafür bestimmt, die afrikanische Bevölkerung zu ernähren. Der Bauer aus Frankreich hat nicht für einen senegalesischen Bauern produziert. Er hat aber versucht, das Maximum an Ertrag zu erreichen, so wie es ihm sein politisches und wirtschaftliches System vorschrieb. Je mehr ich produziere, umso mehr verdiene ich. Und weil ich mehr exportiere, bekomme ich mehr Subventionen. Das ist der Deal. Aber die einzige Möglichkeit, eine Bevölkerung dauerhaft zu ernähren, ist ihr zu helfen, sich in ihrem Land, in ihrer Region, in ihren Dörfern selbst zu versorgen und darauf zu achten, dass die Viehzucht modernisiert, aber nicht industrialisiert wird. Mexiko schließt seine Bibliotheken, seine Museen, seine Theater und die öffentlichen Gärten in der Hauptstadt. Die Behörden versuchen, einen Ausbruch der Schweinegrippe in den Griff zu bekommen, die schon hunderte Leute getötet hat und sich mit Lichtgeschwindigkeit verbreitet. Wissenschaftler und Experten versuchen dieser neuen Art von Schweinegrippe, die genetisches Material von Vögeln, Schweinen und Menschen in einer beängstigenden Art und Weise kombiniert, beizukommen. Kam ich als Junge zu einem Bauernhof, habe ich beim Betreten vielleicht die Stiefel gewaschen. Jetzt muss ich beim Betreten einer Truthahnfarm einen Schutzanzug und Spezialstiefel anziehen. Nicht um mich zu schützen, sondern um die Hühner und Truthähne vor mir zu schützen. Vor etwas, das ich anschleppen könnte. Die große Herausforderung für die Landwirtschaft war, wie kann man mehr Nahrungsmittel schneller zu niedrigen Preisen herstellen? Der einfachste Weg schien eine Industrialisierung und Spezialisierung. Man arbeitet mit wenigen Arten von Geflügel, von Schweinen und erhält hohe Stückzahlen. Du willst eine Epidemie auslösen? Gib viele ähnliche Tiere an einen Ort. Infiziere sie mit einem Virus oder etwas Ähnlichem. Und schon gibt es eine rasante Verbreitung. Durch diese Massentierhaltung haben wir ideale Bedingungen für eine Epidemie geschaffen. Vor 1995 glaubten wir, unsere Nahrung sei absolut sicher. Alles war desinfiziert, keine Krankheitskeime, nichts. Wir konnten ohne Sorgen alles essen. Und dann, mit einem Mal, entdeckte man, dass man sich vergiften und sterben konnte, nur weil man aß. Aus pflanzenfressenden Kühen machte man Fleischfressende. Und im Jahr 1986 machte man aus ihnen verrückte Kühe.
Um die Kosten zu verringern, wurde den Tieren in belgischen und französischen Agrarbetrieben anstelle von Soja Tiermehl verfüttert. Die Engländer haben es ihnen spottbillig verkauft. Sie wollten es nicht bei sich im eigenen Land haben. Sie wussten, dass das Zeug gefährlich war. Aber der Export war nicht verboten. Und daher haben unsere Lebensmittelfabrikanten in der Bretagne und in Belgien sofort zugegriffen. Es war nämlich viel billiger, Tiermehl anstatt Soja in die Nahrung zu geben. Und das war der Beginn einer langen Liste neuer Krankheiten. Vogelgrippe, BSE, die Blauzungenkrankheit, die Schweinegrippe etc. Jedes Jahr gibt es eine neue Krankheit, die mit Tieren zu tun hat, mit den Menschen, mit der Landwirtschaft und mit der Landschaftsveränderung. Wir sprechen dann von einer Epidemie der Epidemien. Nicht gerade das beste Wort dafür. Für mich ist klar, da gibt es ein System dahinter, das aber eine Fehlfunktion ausübt. Sie sagen, gut, dieses Tier ist krank, weil es Salmonellen hat. Okay, wir behandeln es mit diesem Medikament. Aber ich frage mich, wieso hat es Salmonellen? Weil wir ihm das und jenes füttern, wegen der Kosten und wegen des Profits. Aber warum machen wir das? An einem gewissen Punkt wird das dann verdrängt, weil es politisch und ökonomisch unbequem wird. Aber für mich beginnen hier erst die wichtigen Fragen. Wie setzen sich unsere Nahrungsmittel zusammen? Vor allem aber, was beinhalten die in aller Welt verwendeten Nahrungsmittel Zusätze? Ein Beispiel. Die Amerikaner schlucken jedes Jahr ca. 1500 Tonnen Antibiotika. Die Menge der bei der Viehzucht unter die Nahrung gemischten Antibiotika beläuft sich auf 12.000 Tonnen. Vor langer, langer Zeit wollte Brüssel eigentlich die Antibiotika in der Tiernahrung verbieten. Und wenn die Antibiotika in der Tiernahrung nicht reichten, hatte man ja noch die Spritze. Daher werden diese Tiere unter ungesunden Bedingungen gezüchtet. Und selbstverständlich muss das auch Auswirkungen auf die Qualität des Fleisches haben. Es gibt eine Essensökologie. Aber heute ist Nahrung für die Menschen ein Produkt wie ein Auto oder ein Haus. Sie denken nicht in biologischen Maßstäben über das Essen nach. Und das ist ein großes Problem. Was ist ein Huhn? Das Huhn ist ein Haustier mit zwei Beinen und einem Schnabel. Das Huhn liebt es herumzustolzieren und zu bicken, zu gackern und mit der Familie spazieren zu gehen. Das Huhn liebt es nicht, dass man ihm den Schnabel abzwickt oder dass man es in Käfige sperrt, nicht größer als eine Schuhschachtel. Als ich nach Afrika fuhr, um Schimpansen zu studieren, gab es meines Wissens nach keine Massentierhaltung in England. Als ich in den frühen 1970er Jahren nach Großbritannien zurückkam, war ich total geschockt. Ich hatte keine Ahnung, dass Leute diese Dinge mit Tieren anstellen dürfen. Something on my mind today. Something I just can't see. Something I don't know. Something that I cannot feel. Something I don't hear. Something I'm about to show. Something that I will not feed, but something that I cannot breathe, but something you're about to know. Thank you.
Das ist das Gelände der alten Schlachthöfe von Vaugirard, die 1966 geschlossen wurden. Heute ist hier ein Freizeitpark. Wenn das Wetter schön ist, komme ich mit meinen Kindern hierher. Ihnen gefällt es hier. Das ist wohl unsere Stimmung heute. Komme ich mit meinen Kindern hierher. Ihnen gefällt es hier. Das ist wohl unsere Stimmung heute. Es gibt nur mehr Freizeitparks, keine Schlachthöfe. Man weiß gar nicht mehr, was das ist. Wir essen zwar Fleisch, aber das Töten der Tiere existiert nicht. Uns Menschen verbindet eine sehr alte und sehr schöne Geschichte mit den Tieren. Wir haben die wilden Tiere domestiziert, um unser eigenes Überleben zu sichern. Aber zur gleichen Zeit haben die Tiere unsere Art und Weise des Lebens verändert und sogar bestimmt. Wo wäre der Eskimo ohne seine Hunde? Wo der Beduine ohne seine Dromedare? Unsere Beziehung zum Tier war lange Zeit geradezu eine Verschmelzung. Notre rapport à l'animal a été longtemps un rapport justement fusionnel. Viele Landwirte, die ich treffe, arbeiten mit den Tieren und leben aber auch mit ihnen. Ihr Ziel ist nicht unbedingt, viel Geld damit zu verdienen, aber um überleben zu können, müssen sie das dann doch tun. Das ist der große Unterschied zwischen Viehzucht und Viehwirtschaft. In der Wirtschaft geht es immer nur um Profit und um nichts anderes. Das Tier wird nicht mehr als vollwertiges Lebewesen wahrgenommen mit dem Recht auf Leben. Es ist nur noch eine Proteinmasse, Proteine für den Verbrauch. Die industriellen Systeme haben ein derartiges Niveau moralischer und menschlicher Gleichgültigkeit in Bezug auf die Tiere erreicht, dass man sie als tödliche Systeme bezeichnen muss. Der Tod steht im Mittelpunkt der Produktion. Die Viehzüchter dagegen versuchen, ihre Tiere als Lebewesen zu sehen. Hinter der Viehzucht steht ein sehr großer Respekt vor dem Leben. Wie geht es Ihnen, wenn Sie sowas sehen? Für mich ist das ein großes Vergnügen. Es ist ein großes Vergnügen, weil ich die Hälfte meines Lebens mit einer Viehherde wie dieser da gelebt habe. Ja? Diese Tiere da, die sind der Ursprung. Sie kommen von meinem Hof, ich kenne sie. Es sind nicht mehr dieselben Tiere, aber es sind ihre Nachkommen. Essen und Umwelt ist wie Sex zwischen zwei Menschen. Man kann dem Leben nicht näher sein als durch Essen. Die Umwelt wird damit ein Teil von dir. Wenn man nachdenkt, dann muss man sich auch fragen, ob die industrielle Landwirtschaft für uns wirklich so gut ist. Das ist wie industrialisierter Sex. Es gibt ein paar Menschen, die das mögen. Aber das ist nicht das Ideal aller Menschen. Und warum machen wir das mit dem Essen? Warum erklären wir das schon zu unserem Ideal? Anstatt zu sagen, ja, es gibt ein paar Leute, die mögen die industrielle Landwirtschaft. Aber wir als Gesellschaft wollen das nicht zum höchsten Gut erklärt bekommen.